Dort ist, glaube ich, nichts. ...1854 Erfahrungspunkte und 3600 Gold erhalten. Und was ist? Na, das... Doch, das sind Türen. Und da ist eine Schatztruhe. Pro Cape gefunden, Leute. Dann gebe ich das jetzt erstmal noch Darius. Sind hier hin. Also Leute, wir sind übrigens noch stärker geworden. Darius hat jetzt mehr Ausweich, mehr Rüstung und so. Mit unserem Leben geht es langsam auch wieder besser. Wenn sie weniger zaubern, können wir besser heilen. Oder kann Ricolat uns besser heilen? ...1612 Erfahrungspunkte und 3906 Gold erhalten.
glaube, wir haben hier ein Geheimnis entdeckt, Leute. 26.000 Gold erhalten. Also ja, ist ein Geheimnis, aber ist jetzt nicht so wundervoll gewesen. Ich hatte tatsächlich gedacht, boah, jetzt geheimer Gang. Hier ist jetzt die geheime Waffe drin, aber nein. Rikulat hat bald wieder volles Leben, wenn es so weitergeht. ...1612 Erfahrungspunkte und 3906 Gold erhalten. Es war also ein Fallenfeld, so wie es aussieht. Wobei, das könnte auch jetzt nur Zufall sein. Egal. Genau, greift mich an. Ja, zwei von denen haben mich schon angegriffen. Darius wäre auch noch okay, wenn sie angreifen. Aber Rikulat und Pozocker nicht. Vor allem Pozocker nicht. Der braucht echt mal wieder ein bisschen Leben. Ich wusste, dass der mindestens einer von denen Heat macht. ...2472 Erfahrungspunkte und 4800 Gold erhalten. So, dann gehen wir da links auch noch entlang. Wir können nichts mehr tragen. Also lassen wir den Buckler hier fallen. Ein Pro-Ring. Und doch, da links geht es noch weiter. Thank you.
Wie viele Lebenspunkte haben die eigentlich? Wahrscheinlich so um die 300. Das heißt, sie überleben jedes Mal so ganz knapp. 312. Besiegt, ja. Zwischen 280 und 312, also ich sag jetzt mal 310 Lebenspunkte haben sie. Also wahrscheinlich genau 300. Das heißt, Rikorat und Prozocker töten sie wahrscheinlich jedes Mal nur ganz knapp nicht. ...1854 Erfahrungspunkte und 3600 Gold erhalten. Was finden wir hier? Graue Würmer! Die sind immer noch schwächer als die Sandwürmer. Und könnten mit einem Angriff besiegt werden von jedem von uns? Nein. Aber gut, war auch kein kritischer Treffer. Hauptsache Prozocker schon wieder. Also der ist tot. Ja, der ist auch tot. Das heißt, nur der graue Wurm von Darius, der hat nur überlebt, weil Darius nicht kritisch getroffen hat. ...1253 Erfahrungspunkte und 1200 Gold erhalten. Den hätte Darius jetzt auch alleine getötet. Naja. ...994 Erfahrungspunkte und 2706 Gold erhalten. Wir dürfen zuerst angreifen. Juhu! Also Rikorat und Darius haben beide schon wieder volles Leben, Leute. Hatten. Wobei, wenn Rikorat jetzt noch kurz heilt, dann hat Darius wieder volles Leben. Ja. Und Prozocker ist über 400 wieder. Was war denn der Unhalt des Feuers nochmal? Das war kein roter Drache, das war nämlich ein Fallenfeld, das weiß ich noch.
Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber ich weiß, dass wir ihn mit Leichtigkeit besiegen werden. ...1854 Erfahrungspunkte und 3600 Gold erhalten. Level 36 erreicht, Leute! Doch noch! Ich habe jetzt maximal 760 Lebenspunkte, also 9 Punkte mehr. Stärke geht hoch, Vitalität geht hoch. Stärke geht hoch, ist super, das heißt, wir machen noch mehr Schaden. Sehe ich nicht, ob hier irgendwas ist. Ich habe ein Katana gefunden, noch eins. Naja. Konnte außer Daru sowieso keiner tragen. Also, egal. Graue Würmer. ...1671 Erfahrungspunkte und 1600 Gold erhalten. So Leute, dann gehen wir da jetzt mal runter. Und kämpfen erneut gegen den Unhold des Feuers. Heilen brauchen wir extra nicht, glaube ich. Wir sind gut geheilt. Wir werden den Unhold des Feuers einfach wegschlagen, genauso wie den Unhold der Erde, wie diesen Licht. Was, vielleicht ein Phönix? Nein, es war kein Phönix. Oder war es ein Phönix? Das könnte durchaus sein, dass wir gegen einen Phönix gekämpft haben. Vielleicht war es ein Phönix, Leute. ...835 Erfahrungspunkte und 800 Gold erhalten.